Hallo Mr. Kai, hier bin ich schon in der Neufundland-Map, die du dir ja so sehr von mir gewünscht hast. Ja, ich habe mir schon mein Squad zusammengestellt, danach hatte ich einen Crash und was ich bis jetzt aufgenommen hatte, war danach halt übelst verkrappt. Und deswegen hier jetzt direkt schon in der Mission, deswegen kann ich dir nicht so viel erklären, warum ich den Squad so und so aufgebaut habe. Ich habe mich hauptsächlich auf Soldaten halt mit den normalen Gewehren verlassen. Ich habe einen Gunner dabei, einen Assault, den Ernst Krause, meinen absoluten Liebling, ja, und einen Sniper. So, und ja, du kennst die Map ja, deswegen nicht so viele Worte. Ich habe mich entschieden, hier mit drei Soldaten hinten rum zu gehen und mit drei vorne. Ich hoffe einfach mal, dass das so klappt. Ansonsten werde ich, glaube ich, dick abkotzen. Aber das wird sich zeigen. So, zack. Alle direkt in Overwatch. Dann gucken wir mal, was abgeht. Aha, okay, da von da hinten höre ich schon den ersten Zombie oder Chrysaliden. Oh, und da kommt schon ein Zombie raus. Cool. Yeah, und ich schieße direkt daneben. Das ist genau das, was ich nicht brauche. Aber Ernst Krause rettet den Tag mit einem 8 Damage Schuss. Oh, und der kommt noch näher, nice. Okay, Zombie ist down, das gefällt natürlich. So, dann werde ich mal vorsichtig weiter vorrücken. Zack, einmal schön so, dass ich Overwatch weiter nutzen kann. Solid copy. I'm on it, Commander. Oder den Feldposten, wie es ja in der deutschen Version heißt. Feldposten. Irgendwie stehe ich mir unter einem Feldposten. Sowas wie ein Wow Scout vor, aber okay. Zack, das ist ja ein lustiges, tanzendes Bild. Okay, ich hoffe einfach mal, der Ernst schafft das, den Platz zu machen. Na gut, der macht 10 Damage, das ist okay. Dann kommt Corporal Hicks. Naja gut, inzwischen ist er irgendwie Sergeant. Um den Tag zu retten hier. Zack, Zombie ist tot, das gefällt. So muss das sein. So, und mein Sniper macht den Feldposten. Das ist so wie der dünne Mann, ja. Das ist so eine Perle der deutschen Übersetzung. So, und dann muss ich mal gucken, wie ich jetzt hier vorgehe. Okay. Zack, hier mal auf die Pritsche von dem Transporter und erstmal nachladen. Nachladen wird auf jeden Fall eine ziemlich wichtige Aktion sein, denke ich. Denn wenn ich die nicht rechtzeitig abschießen kann, spätestens wenn die Flucht ansteht, werde ich wohl ziemlich in den Popo gevögelt. Hier ist so ein cooler Hai schon und ich stelle gerade fest, ich habe gar keine Granaten mit, um die vorsorglich zu entsorgen. Ich wollte das nämlich mal ausprobieren. Aber na gut, dann wird das wohl nicht. Zack, 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 weiter vorwärts. Der Ernst. Ernst Krause. So, ich frag mich gerade, was man machen musste, um diese Haie zu triggern. Ob es da überhaupt irgendwas gab. Aber ich kann mich ehrlich gesagt nicht so genau dran erinnern. Okay. Affirmative.
Zap, zap, zap. So. Wir sind hier hin. Deckung ist ja nicht so wichtig irgendwie in dieser Mission. Geht ja eher darum, freie Schussbahnen zu haben. Weil die Chrysaliden ja eh nur in Nahkampf angreifen. Bob Carroll rückt auch noch vor. Zack, und da geht's auch schon los. Frage ich mich, warum mein Sniper nicht auf den geschossen hat. Wahrscheinlich, weil er schon zu weit hinten ist. Okay. Ist natürlich nicht so schlimm. Probier es erstmal mit dem Headshot. 100% Crit-Chance. Da soll etwas gehen. Ja, und die Animation sagt ja schon, das wird ein Kill. Sehr schön. No fisherman, but something about that shark just doesn't look right. Oh nein, das ist ziemlich ungünstig getriggert. Jetzt kommt nämlich, glaube ich, in der nächsten Runde gleich ein Chrysalide raus und der Zombie. Deswegen trete ich mal instant den Rückzug an. In der Hoffnung, dass ich den Chrysaliden vielleicht im Offenen erwischen kann. Oder der Zombie vielleicht gar nicht checkt, dass ich in der Nähe bin. Schwuppdidu, der Ernst lädt mal nach. Genau, ich bin wieder da, sagt er. Das ist natürlich auch Premium. Er lädt nach und sagt, ich bin wieder da. Als wäre er weg gewesen. Zack, da ist der Chrysalide, nur 8 HP, das ist ja... Ich nenne das mal übersichtlich. Ich hoffe, das bleibt auch so. Zack, zarap. Ich gehe einfach mit allen in Overwatch. Jawohl, ich bin ein Feigling. So, und mein Sniper muss mal nachziehen. Okay, von allen, die schießen, trifft nur ein einziger und macht 4 Damage. Das ist natürlich, ich nenne es mal lächerlich. Aber Ernst ist noch da. Ernst rettet den Tag. Premium, so kenne ich Ernst. So und nicht anders. So, dann kann ich wieder ein bisschen vorrücken. Ich würde echt gern wissen, welche Haie das genau sind, die man vorher auslösen kann, bevor man den Wal erreicht. Ob es da Möglichkeiten gibt, die im Vorfeld platt zu machen. Abgesehen von Granaten halt. So, dass ich... Interessant. Da sind... Das ist ein Sektoid und 3 Finmen. Was geht ab? Dann duckt der sich erstmal weg. Ich wusste gar nicht, dass hier auch normale Zombie... normale Mobs... rumturnen. Oh nein, jetzt habe ich die auch noch ausgelöst. Ich hätte gehofft, dass ich das auf den nächsten Zug verschieben kann. Das macht die Sache natürlich ein bisschen komplizierter, aber ja, man kennt es ja nicht anders von mir. Kompliziert ist sozusagen mein Ding. Gut, dass ich den Sniper ein bisschen mitgezogen habe. Ich versuche den
dünnen Mann abzuschießen. Aber, oh, ein Treffer, das gefällt. 5 von 7 HP weg. Zack, mal gucken, ob ich ihn ganz töten kann. Jawohl. Und da unten kommt ein Zombie. Aber der checkt irgendwie noch nicht so genau, wie es hier lang geht. Doch. Aber der... 5 Meter entfernt und der schießt daneben. Oder die, ja. Man muss sie, das MG nur in die richtige Richtung halten, sollte man denken. Um da ein paar Treffer zu erzielen. Aber nun ja. Alles in allem eine sehr unangenehme Situation hier gerade, in der ich stecke. Wow, ein 5er Hit, das gefällt überhaupt nicht. Und auch noch vergiftet, okay. Ja, der Zombie ist auch noch zu einem Chrysaliden geworden. Unschön möchte ich das nennen, unschön. Dann kriegt er erstmal 6 auf die Nase, so. So, und was kann denn Bob Carroll machen? Bob Carroll ist geflankt, okay, das ist natürlich, ach so, weil ich komplett geflankt wurde. Na, ich finde, die Finnmen haben auf jeden Fall hier Vorrang. Jo, ein Kopfschuss. Bada bam. Weg ist die Rübe. Das gefällt mir gut. So, Dwayne. Vergiftet und hat deswegen eine echt beschissene Trefferchance. Das ist nicht so schön. Deswegen werde ich jetzt mal versuchen, ob der Ernst was erreichen kann. Ich lasse ihn einfach todesmutig vorstürmen. Oh Gott, ich werde es bereuen. That ship didn't just run aground. It looks like it was overrun. I'd say that's the likely source of our chrysalid problem. I guess we should just be thankful it wasn't a cruise liner. Yep, er sagt so, ja, das Schiff wurde dick überrannt und er ist froh, dass kein Kreuzfahrtschiff war. Bin ich auch. Er stellt sich nochmal so 1000 Chrysaliden vor, aber ich glaube, das wäre ziemlich kacke. So, Dwayne, reiß mal was. Trotz Vergiftung hier ein Premium-Abschuss. Und dann kümmere ich mich jetzt mal noch um den Chrysaliden. Schwuppdidu, so gefällt das. Und Bob Carroll. Irgendwie klingt das ziemlich feminin. Ja, benutze erstmal hier sein Medikit. Ich habe inzwischen das Medikit 2 aus der Gießerei das Upgrade geholt. Heilt jetzt 6 HP. Das ist ganz gut. Ist er nämlich wieder schön auf den Beinen. So, jetzt muss ich nochmal zusehen, dass ich hier den Dwayne von seiner Vergiftung heile. Ich hätte vielleicht 2 Medikits mitnehmen sollen, aber na gut, wer konnte das auch an? Dass hier Finnmen rumrennen. Bin mir ziemlich sicher, dass das normalerweise nicht so ist, aber ich mag mich täuschen. Mein Gedächtnis ist ja bekanntlich nicht mehr das Beste, so zack, wieder ein bisschen vorrücken. Nachladen. So.
Bob geht schon mal in die Position zum Heilen in der nächsten Runde. Ein bisschen rauszoomen. Tudelu, nee, du gehst nicht da unten alleine lang, das ist mir zu gefährlich, aber du lädst noch nach. Und Ernst. Ernst kommt zurück. Er soll hier nicht so einsam und alleine rumrennen. Okay, es sind nicht nur Haie, die sie hier scheinbar fangen, wobei ich mir nicht sicher bin, ob das überhaupt ein wirklicher Fisch sein kann, dieses fette Etwas hier. Aber na gut. Das ist ein mutierter Fisch. So, hier brennt es irgendwie permanent, okay. Zwei Zugänge zum Schiff und hier sieht man schon den Bauch. Okay, dann werde ich jetzt mal langsam in die Richtung vorrücken, damit das hier nicht ewig dauert. Schuppidu, Feldposten. Wayne. Oh, inzwischen schon nicht mehr vergiftet. Na, dann werde ich ihn noch nicht heilen, weil ich glaube, meine Strategie sieht ja eigentlich so aus, ich baue so eine Feuerkette vor dem Schiff auf und werde einfach alles niederschießen, bis nichts mehr rauskommt. Ich werde einfach mal, glaube ich, herausfinden, ob das überhaupt funktionieren kann. Hätte ich, glaube ich, schon Bock drauf, das mal zu probieren. Halten wir sie aus. Ja, okay. Zwei Sucher, ein weiterer Finman und ein Sektoid. Und es könnte ein Zombie gewesen sein, ich bin mir nicht so ganz sicher. Das ist kacke, weil meine Soldaten stehen alle echt so im Offenen. Aber ein typischer Pete-Move. Sind ja immerhin gefake-postet. Kann man das so sagen? Gefake-postet? Oh nein. Ich glaube, das wird jetzt... wird der Ernst erstmal ein bisschen gewirkt, yo. Und ja, scheinbar habe ich doch nicht alle in Feldposten geschickt, sondern habe sie fleißig nachladen lassen. Das ist cool, aber vielleicht auch doch nicht. So. Dann wir den Ernst. Ist natürlich doof, dass der sich jetzt nicht so weit bewegen kann. Ich sehe drei Gegner. Okay, hier ist der Thin Man, der Sektuit, und da ist ein Zombie. Okay, dann werde ich mal mit dem Scharfschützen versuchen, den Zombie wegzuschießen. Ein weiterer Kopfschuss. Zap, macht 9, ist okay. Vielleicht habe ich dann ja noch einen Zug. Was ist jetzt los? Ach, der Sektuit ist in Overwatch, okay. Na, ich habe eh keinen Scout mit, um das zu fixen. Aber der dünne Mann ist tot. Das ist das Wichtigste. Dann gucken wir mal, was wir hier so anrichten können. Okay, ich denke einfach mal, es hat Priorität, den Zombie zu töten.
wenn er nämlich näher kommt und er spawnt so einen ekelhaften Chrysaliden, wird mir das überhaupt nicht gut gefallen. Begrenzt natürlich meine Möglichkeiten jetzt hier ein bisschen, wie ich mit dem Sektoiden fertig werde. Versuche einfach mal maximalen Druck auszuüben. Schieß natürlich schön daneben. Oh nein! Oh, und Ernst wird schon wieder gewirkt. Ja, und mein Squad wird so langsam zerlegt. Schwuppt, Sektoid tot. So. Sniper holt sich einen Schuss auf den Super. Es war ein One-Hit-Wonder. So, ich habe noch 2 Ladungen am Medikit. Das heißt, ich mache erstmal den wieder auf voller HP. Yeah, time to cowboy up. Lustigerweise ist mein Dwayne Hicks hier, ja. Sein Nickname ist Cowboy. Das wäre irgendwie lustig, wenn er erstmal zu ihm sagen würde. So, Overwatchen und dann hier erstmal an dieser Kaimauer nachladen, Aufstellung beziehen. Ernst lädt auch nach. Zack. Alles wieder im grünen Bereich. On my way. So, hier ist auch kein Hai drauf. Das ist gut. Es wäre ziemlich witzig gewesen, wenn jetzt hier so ein Hai gewesen wäre und später, wenn die Action abgeht, so ploppt da ein Chrysalide raus. Ich glaube, das wird mich derbst aufregen. So, bin unterwegs. So, Sniper. Wird irgendwie voll gern hier auf diesen Container steigen. Aber ich denke mal, das Dach hier muss reichen. Okay, die gegnerische Runde ist so kurz. Ich glaube, dass jetzt keine Gegner mehr da sind auf der Map, zumindest keine aktiven, müssen jetzt aus den Haien schlüpfen, so dass ich jetzt mal hier vorrücken kann. Ah, ich wollte die doch noch heilen, aber ich bin so ein Honk. So, hier sehen wir schon den Wal, ja, auch wenn er irgendwie überhaupt nicht wahrlich aussieht. Bob Carroll geht hier mal in Position, nutzt dann seine letzte Medikit-Ladung. Easy now, soldier. So. Eine gute Bombe geht dahin. Wow, der hat echt wenig Mobility irgendwie. Position bestätigt. Und schön langsam vorrücken. Corporal Hicks. Zack, geht dahin. Und der Sniper
stabilisiert seine Waffe. Dann hat er nämlich in diesem Zug hier 20% mehr Trefferchance. Und dann nehme ich hier eine Aufstellung. I'd say we found the source of our infestation, but this is worse than we could have imagined. If the chrysalids are using that whale as some sort of hive, who knows how many offspring they could produce. Ja. Na, da hört man schon. Strike one. Our sensor readings are picking up a whole lot of activity from inside the hold of that ship. I think you're about to have a lot of company headed your way. But nothing you've got on hand is going to be enough for this one. What we need is an airstrike. If you can reactivate that ship's transponder, we can have air support pinpoint your location and take the whole thing out. New objective received. Ja, ich muss das Schiff mit dem Airstrike bombardieren. Ich frag mich, warum ein Flugzeug, ja? Ich meine, hier gibt's nicht so viele große Schiffe, ja? Einfach so eine Carpet-Bombing-Aktion starten, hier das ganze Fischerdorf platt machen. Kann jetzt nicht so das Ding sein, denkt man sich, aber das XCOM, ja? Das ist alles ein bisschen special. Ich meine, die haben nur einen Sky Ranger. Können aber nur eine Mission gleichzeitig machen. wir müssen einen Transponder aktivieren auf der Brücke des Schiffs. Dazu müssen wir durch das Schiff. Irgendwie hier hinten gibt es irgendwo so eine Treppe. Ja, hier kann man sie so gerade so erkennen. Zack, dann kommen wir hier oben irgendwie raus. Dann müssen wir hier so lang tuck, 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 hier in die Brücke rein, Knöpfchen drücken, während von unten weiter fleißig Chrysaliden spawnen, Knöpfchen drücken, flüchten und dann innerhalb eines ziemlich engen Zeitlimits, ich glaube 7 oder 8 Runden, zurück zum Sky Ranger flüchten. Das wird noch ziemlich lustig. Aber erstmal checke ich jetzt, ob hier wirklich unendlich Chrysaliden rauskommen können oder nicht. Und dazu lasse ich meine Leute einfach mal alle auf Feldposten gehen. Zap, 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 zap. Zap. In der Hoffnung, dass sie sterben, sobald sie den Kopf rausstrecken. Oh, beim ersten hat das schon mal gut funktioniert. Da kommt der zweite. So, ich glaube, ich werde das Video hier ganz kurz unterbrechen und das ganze Ding dann zwei teilen. Oder vielleicht drei teilen, je nachdem, ob mein Plan aufgeht oder nicht. Ich glaube nämlich, ansonsten wird das hier gleich eine ziemlich lange Aktion. Und langweilig vor allen Dingen auch. Falls das nicht klappt. Und dann sehen wir uns gleich im zweiten Teil. Bis dann.